Hallo ihr Lieben, draußen ist es kalt und ungemütlich, da will man überhaupt nicht rausgehen und deswegen bin ich natürlich jetzt am liebsten zu Hause, wenn ich Zeit habe, am besten gemütlich bei Kerzenschein und dann backe ich auch immer wieder gerne etwas, das wisst ihr wahrscheinlich schon. So, und heute werde ich einen Honigkuchen backen. Der klingt ein bisschen langweilig, ist er aber nicht. Er schmeckt hervorragend und macht wirklich süchtig. Das kann ich euch einfach nur empfehlen, ihn mal auszuprobieren. Er ist ein bisschen reichhaltig mit Honig und Haselnüssen, aber schmeckt super, passt zu der Jahreszeit, hervorragend und ist auch ganz einfach herzustellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video, schaut es euch an und schreibt mir, wie es euch gefallen hat. Und außerdem würde ich auch noch gern von euch wissen, was ihr am liebsten macht bei diesem Sauwetter draußen. Also seid ihr lieber zu Hause oder geht ihr raus? Was unternimmt ihr so? Oder backt ihr auch zu Hause? Und wenn ja, was backt ihr zur Adventszeit? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich würde mich super freuen und viel Spaß beim Video. Für einen köstlichen Honigkuchen benötigen wir folgende Zutaten. 400 Gramm Mehl. Davon nehme ich 100 Gramm Vollkornmehl und die restlichen 300 Gramm normales Weizenmehl. Dann benötigen wir noch 150 Gramm Butter, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse und dann natürlich ganz wichtig für unseren Honigkuchen, der Honig. Und zwar sind das dann ca. 250 Gramm und passen dazu auch 250 Gramm Zucker. Und für die Konsistenz benötigen wir noch ein Ei. Und dann kommen wir schon zu den Gewürzen. Da hätten wir dann Lebkuchengewürz, Muskatnuss, Zimt, das Backpulver darf ich natürlich auch nicht vergessen und noch circa einen Esslöffel Kakaopulver. Die Butter, den Zucker und den Honig gebe ich in eine beschichtete Pfanne, um das Ganze auf kleinster Stufe unter häufigem Rühren zu einer Soße zu verarbeiten. Währenddessen vermische ich die trockenen Zutaten in einer separaten Schüssel, also das Mehl mit den Haselnüssen, dem Kakao und unseren Gewürzen. Das Backpulver werde ich dazu sieben, damit sich später im Teig keine Klümpchen bilden können. Und dann rühre ich die trockenen Zutaten nochmal kräftig mit dem Löffel durch. Wenn sich der Zucker vollständig aufgelöst hat und die Butter geschmolzen ist, ist unser Gemisch eigentlich schon fast fertig. Das können wir dann noch ein bisschen abkühlen lassen für ein paar Minuten. Und anschließend werden wir das Ganze dann mit der Mehlmasse vermengen, um das Ganze mit dem Knethaken ordentlich zu verrühren. Dafür habe ich meine Küchenmaschine benutzt. Ihr könntet natürlich auch den Mixer und den passenden Knethaken dazu verwenden. Das Ei füge ich noch hinzu und rühre den Teig so lange, bis am Schüsselboden kein Mehl mehr übrig bleibt. Während des Rührens solltet ihr natürlich vorsichtig sein, dass ihr nicht zu viel Teig nascht, denn der schmeckt auch im rohen Zustand wirklich hervorragend. Meine runde Glasform fette ich ordentlich mit geschmolzener Butter ein, damit später der Teig da drin nicht so kleben bleibt. Hier habe ich noch eine Backform, die ich mal bei Weltbild bestellt hatte. Das ist eine ganz lustige Idee, damit kann man so kleine Lebkuchenhäuser daraus machen. Ich werde heute zwei kleine Lebkuchenhäuser machen und mit dem restlichen Teig werde ich einen runden Honigkuchen herstellen. Den restlichen Teig gebe ich dann in die Glasform und drücke das Ganze mit sauberen Händen ordentlich auf den Boden. Da der Teig ziemlich fest ist und etwas klebrig in der Konsistenz, geht das wirklich am besten mit den Händen. Einfach so lange draufdrücken, bis es eine glatte und ebenmäßige Oberfläche gebildet hat.
Das sieht schon mal sehr lecker aus und nun geben wir den Teig in den vorgeheizten Backofen. Bei ca. 160 Grad werden wir dann das Ganze für 40 Minuten backen. Natürlich könnte es sein, dass bei eurem Backofen es etwas weniger dauert, also würde ich sagen, ab der 35. Minute regelmäßig kontrollieren. Und so lecker sieht dann das Endergebnis aus. Ihr könntet den Honigkuchen in kleine Stücke zerschneiden und das Ganze mit Puderzucker bestäuben oder einfach so servieren. Die kleinen Honigkuchenhäuser bzw. Lebkuchenhäuser könnt ihr dann nach Lust und Laune verzieren.